Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder eine Tucke aufs Boot und wir spielen ein bisschen Minecraft Aquarian Skies, aka Skysolate mit dem Kinsey. Da ist er. Und moin. Von oben sieht der Kinsey übrigens so aus. Hey, was geht denn? Ich bläh dich zu. Oh, es stinkt hier. Es stinkt hier. Ui. Ich muss mal F7 drücken. Wie? Ach, das ist F6. Sag mal, funktioniert. Ja, drück mal funktioniert F7. Das nicht mehr? Oder spawnt hier einfach nichts in den Blättern? In den Blättern? Das muss ich gerade mal testen. Aber auf den anderen Blättern ist doch auch was gespawnt, also eigentlich. Eigentlich müsste da. Ich muss mal kurz. Müsste testen, da was spawnen? Ach, da ist F7. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Dann geht's nicht. Angeblich spawnt hier nichts drin oder zeigt es auf Blättern einfach nicht an, ich weiß es nicht. Scented, okay, der ist auch scented. Das ist ein Forest Hive, ich lasse die Forest Hives. Das sieht aus wie ein Penis. Was? Nee, nix. Ich habe gerade ein Item geguckt und es hat zufällig ausgesehen wie ein Penis. Ganz zufällig. Gott. Oh mein Gott. Wirklich zufällig. Oh nein, ich habe kein Blut mehr, verdammt. Orgel. Na komm, opfern wir noch ein bisschen was. Spawning. Forest Hive, sehr geil. Forest Hive, sehr schön. Jetzt habe ich aber keine Roh-Hives mehr. Roh! Du, mir ist auch eingefallen, es ist ja egal, wie viel Platz wir für einen Forest haben. Wir können ja unendlich in die Höhe bauen. Naja, fast unendlich. Ja, eigentlich weit schon. Weit genug. Dann können wir hier unsere Anlage noch weiter nach oben bauen. Sag mal, hast du hier extra moosige Steine hingemacht oder ist das wo? Zufall? Ich komme mal zu dir. Oder sind die hier irgendwie gespawnt? Aus normalen Steinen. Die spawnen neben Wasser. Ja, hier ist aber nirgendwo Wasser. Wo bist du? Hier unten. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Aber ganz cool. Oder hatte ich die zufällig dabei und hab die einfach gesetzt? Ja, da war ja aber kein Loch normalerweise. Die entstehen, glaube ich, im Dschungelbiom auch. Das bauen die. Also wenn man da Cobblestone mit Wasser daneben macht. Okay. Ich glaube, das geht nur in Dschungelbiom. Ja, egal. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den Harvester umzubauen. Ich will den dann hier auf die neue mach's Fläche. Halt nicht. Doch. Oh, da oben auf dem Baum ist ein Zombie. Ich werde mal da hochfliegen. Mach das. Wo ist er? Brauche ich noch. Der Pipi-Kopf. Das brauche ich eigentlich. Ich nehme ein bisschen Erde einfach mit. Jetzt ist er weg. Und auch mein Jetpack aufladen. Da ist keine Erde drin. Ah, Holz. Ja, Holz passt. Holz passt. Rohholz. Sieht vielleicht sogar schön aus. Kann ich da oben sonst nämlich keine Fackeln setzen, wenn ich dann nicht andere Blöcke als Gras habe. Da eine hin. Ja genau, das wollte ich machen. Ich wollte ja mal Kinsey ein Schwert machen, beziehungsweise mir ein neues Schwert und Kinsey mein altes geben. Schön. Das sieht gut aus. Plate. Woraus machen wir es denn? Ach ja, wir nehmen Minulium. Bam. Oh, es sieht richtig schön aus. Zack. Dann brauchen wir noch einen Crossbar. Ja, lass ich das weg. Okay. Und ein Toolrod. Artificial Hive. Kann ich wieder abbauen. Artificial Hive. Ich hab grad so ein bisschen R&B in der Playlist. P. Oder R&P. Was passiert? R&P. R&P? Are you in P? I want to pee on you. Be good. Yeah. Kein Platz mehr im Inventar. Na toll. Ach komm, weg mit dem Weed. Keine macht den Drogen.
Haha. Ich weiß nie, was ich für Materialien holen soll. Netherrack habe ich noch. Ah ja, das wollte ich mal noch gucken. Man kann auch Sachen aus Slime machen. Was ist denn eigentlich normaler Slime? Slime Dirt. Slime Crystal. Slime Ball. Das ist nicht hier die Dinger normalerweise. Oh, da ist ja gar nichts unter. Ach. So. Den Durchgang lasse ich mal. Kann ich gar nicht aus Slime machen. Und dann mache ich hier das. Hochgang, genau. Von anderen das Seite. Kann ich aus Slime machen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt aus Netherrack, so. Oh. Muss ich vielleicht doch woanders hin. So. Zack, zack, zack. Ups. Dann werde ich mir jetzt mal ein Schwert machen. Beziehungsweise ein Rapier. Wo ist es da? Ich kann ja auch da. Ja, mache ich hier. Zack. So, fertig. Willst du ein Schwert haben? Mhm. Bitte. Na komm, ich gebe dir eins. Komm her, geflogen. Ich schmeiß mal hier rein, ne? Ja. Oh ja, das gleiche wie letztes Mal, ein Laserschwert. Geil. Dankeschön. Bitteschön. So, dann werde ich jetzt aber mal die Fackeln in unserem Spawner wegmachen. Mhm. Damit dann nochmal Gegner spawnen. So. Okay, was haben wir denn jetzt noch im Questbook? Steel Powered Fly, jetzt sind wir auch schon bei 75%. Ey, krasse Scheiße. Instant Move the Steam. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Ah, ich schmeiß mal deinen Kopf weg. Oder hey! Warte, ich bringe ihn hier ran. So. So, der ist scented. Da ist gar keiner mehr. Dann kann ich noch ein Scented hinpacken. Hier ist auch keiner mehr. Dann muss ich den noch senden. Es wäre übrigens sinnvoller, wenn du wenn du mal hingehen würdest und die ach, wie heißt das denn jetzt? Dieses Apiary bauen würdest, also in der Quest weitermachst. Weil das da ist ja alles jetzt schön und gut, aber du kommst damit nicht voran. Und das geht alles mit dem Apiary nachher ungefähr 10-mal so schnell. Ach so. Oh, ich finde es gerade so schön hier. Ja. Aber okay, wenn du meinst. Bei Magic Bees meinst du? Magic Bees? Bees and Trees, ja. Ja. Cultivating Bees, meinst du das? Nur ein Vorschlag. Drop ja, die Quest halt weitermachen. Apiary. Okay, so ja. Wird's geschrieben. Das kann eigentlich auch nicht so kompliziert sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist das da schon Apiary? Nee.
Ich habe es jetzt geschrieben. API, ich glaube, das reicht. Gibt es sonst noch Sachen mit API? Nee, da noch einige. Lapis zum Beispiel. Oder Affenpenis. I. Hey, du also hast noch Beispiele gefragt. Impregnated Cassing. Cassing. Ja, das ist doch easy. Ja? Klar. Das ist ja nur Holz. Ja. Das habe ich sogar dabei. Guck mal. Ich habe... Nee, den Crafting Table habe ich jetzt leider nicht dabei. Den habe ich oben auf dem Baum gelassen. Er lässt das Crafting Table auf dem Baum. Ah, ja. Ja, also, habe ich da oben gerade was gebraucht. Ja. Komm, jetzt keine Ausreden hier suchen. Moment mal, warte mal. Hä, das war doch... Ja, sprich ruhig weiter. Ich bin gerade verwirrt. Papaya Wood, Lärchen Wood. Ach so. Ich brauche mit mir. Ich brauche von den Special Bäumen. Einfach Eiche geht nicht. Echt? Oder müssen es verschiedene Holzsorten sogar sein? Nee. Oh, komm, ich guck. Ja, guck dir das an. Apiary. Extra Trees oder Forestry Trees. Haben wir schon Saplings für sowas? Keine Ahnung, muss gucken. Irgendwo bestimmt. Das muss aber mit normalem gehen. Probier's mal mit normalem Holz. Hab ich gerade. Geht nicht? Nee. Ist das einfach nur ein Kreis ziehen oder war da noch was anderes? Nein, oben sind Slabs. Oben die drei sind Slabs. Nein, ich brauche ja erstmal den Impregnated Cassin. Achso, okay. Den muss ich auch im Carpenter machen. Na, jo. So. Na, dann kannst du ja einen Carpenter machen. Ach, den gibt's noch nicht, ne? Nicht bei uns. Ich glaube nicht, ne. Dann suche ich mal den Carpenter. Oh, Silver. Dunkel hier. Pentair. Habe ich es richtig geschrieben? Ja. Carpenter. Bronze. Ja, Bronze. Haben wir ja jede Menge. Haben wir noch Bronze? Ja, ich glaube nur so ganz wenig. So 12 Blöcke oder so. Ah, ich brauche schon 8 für den Sturdy Cassing. Blöcke. Ach so, Blöcke. Ja. Blöcke. Und ich habe gerade Ingots gedacht. Nein. Ingots haben wir ein paar mehr. Gut. Nur so 2-3. Oh, wir haben noch ein bisschen Glas. Hier Lutsch. Hinten in der Kiste? Weiter geradeaus. Ja, genau da. Bronze. 2 Blöcke sollten reichen. So, weiter geht's. Plastic Sheets brauche ich 6, auch noch. 8. Wo ist denn mein Essen? Habe ich wieder nichts zu essen dabei? Ich habe noch 5 Äpfel. Wir haben keine Plastic Sheets mehr. Nee, aber wir haben noch Rubber in der Holzkiste. Sonst ja, Holzkiste? Ja, sonst musst du dir ein paar Rubber Saplings schnappen und die Gießkanne, die habe ich dabei. Möchtest du die Gießkanne haben? Ja, muss ja. Und wo sind die Saplings? Ich glaube, die sind unten in der Saplingskiste. Und da komme ich doch gerade. Sorry. Brussels Sprout Seed, ja, die ging ja nicht im Dings. Rubber Sapling. Dann packe ich die mal hier mit rein. Uran, kann ich hier gerade Uran runter? Ach, du kommst schon wieder, okay. Mit Antrieb ja? Kommt er hoch. Klar. Oh, der ist ein Monster. Sehr gut. Uran habe ich in die Technikkiste gepackt. Ich denke mal, das passt. Ja, normal, ja. Machen wir erstmal den Scheiß fertig. Das Ding hier erstmal leveln, ey. Oh, putti. Du sagtest, wir hätten noch Glas? Ist im Furnace. Juhu! Oh, Toastbrot, das nehme ich. Im Redstone Furnace nehme ich an. Ja, natürlich. Ach, hier ist auch noch Glas. Wunderbar, brauche ich nicht so weit laufen. Mein Inventar ist wieder vollgemüllt mit Mobs, Mobtrops. Ach, der braucht auch MJ. Okay. Oh. Kann ich den noch an unser Lava-System anschließen?
Oder ist das langsam ausgereizt? Nö, kannst du eigentlich noch dran machen. Brauche ich am besten noch eine Redstone-Leitung. Was kann mein Schwert jetzt? Runter mit dir, komm. Technik. Stonebound plus. Oh, wir haben sehr hardened. Hardened Energy Conduit. Kann ich die auch benutzen? Brauch ich doch nicht immer so Sachen, du. Brauch ich lieber Sachen, die ich weiß. Wo ist ein Leadstone hin? Leadstone heißen sie. Ach, muss ich jetzt noch Leadstone Energy Dinger machen oder was? Nee. Muss ich anscheinend. Gut. Wo haben wir denn noch ein kleines Stück Erde, wo ich pflanzen kann? Ui! Hier sind noch Monster. Oder hier sind viele Monster. Da gehe ich lieber durch die Tür rein. Ah, ein Leadblock. Oh, da kommt ein Skelett. Ich ignoriere es mal gerade. Dezent. Dezent? Dann klaue ich mir ein bisschen Redstone, wovon wir jetzt ja ordentlich haben. Ich packe ein bisschen Redstone unten in die Technikkiste, wundere dich nicht. Dann hat man es greifbar in der Technikkiste. Peng! Ey, geht's noch, du Mistspinne? Wie war denn das jetzt nochmal? Glas, ne? Oh, ich hab gerade den Enderman gewonnen-hitted. Nice! Wow! Oder war das nur... Ah, like! Juhu! Ich hab Luck bekommen! Oh, wie ging denn jetzt gleich das nochmal? Muss ich nachgucken. Wegen einem blöden Kabel. Juhu, nochmal eine Enderperle. So ich sehe das so dunkel nicht mehr wirklich. So viel mit Con, ne, dann gebe ich nochmal Do It ein. Wenn du Lead eingibst, dann findest du es normalerweise direkt. Okay. Mal von Lead oder Lead Stone. Da gibt's nämlich nicht viel. Ganz banal. Ich hatte es schon fast richtig. Sharpness und Luck habe ich. Sehr schön. Ja, so war das. Ja, ich mache erstmal nur 6 Leitungen, ne? Ja, machst du das sowieso immer direkt. Ja, muss man ja. So, der Rest kommt nach unten in die Technikkiste. Alles schön organisiert lassen. So, da hinten bei dir ist aber irgendwas noch bescheiden ausgeleuchtet. Da kommen die ganze Zeit Monster her. Echt? Ja. Komisch. Scheiße, würde ich eher sagen. Juhu! Knockback, nice. Wo soll das denn sein? Meinst du da... Hier auf keine den Ahnung, Bäumen, aber auf den Bäumen. Vielleicht auch auf dem Dach. Ja, auf kann den auch sein. Ich hab. Weil die kommen die ganze Zeit vom Dach runter. Ich hab meine Waffe nicht griffbereit. Ich komme jetzt schnell zu dir. Kannst du die Spinne von meinem Arsch wegholen? Klar. Und jetzt kommt mein Schwert in die Leiste auch hier. Mein Laserschwert. Das ist dein altes, oder? Ja. Ah ja, Master, sehr gut. Mit Auto-Repair, sehr schön. Ich hoffe, man hat jetzt auch noch Auto-Repair bekommen, sonst wäre es kacke. Jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Ich habe hier welche. So, jetzt haben wir gleich einen Carpenter. Ja, sau gut. Du kleines Arschskelett, ich habe jetzt ein Messer. Oh, wow. Messer? Das ging aber schnell. Muss mal meinen Jetpack wieder aufladen. So, da kommt MJ ran. Carpenter. Wozu brauchen wir eigentlich Carpenter? Na, für das Dirty Casing. Zum Beispiel. Hey, funktioniert nicht mit Standardholz. Nee, funktioniert dann, nicht. Dann müssen wir anderes Holz. Ja, ich hole mal schnell was aus dem Keller. Aber guck mal, ob wir vielleicht noch Samen haben für so Holz. Mal gucken. Ich glaube nicht. Das ist aber doof.
Ich bin mir nicht sicher, ob man die vielleicht auch nur durch Reward Bags bekommen kann. Nee, du kannst auf jeden Fall auch durch Kreuzen bekommen. Avocado ist von Pam's Harvest Craft Base. Ich glaube, die gehen nicht. Forestry, Copper Beach Sapling. Oh, hier ist aber einiges los. Copper Beach Sapling, ja, dann nehmen wir die doch mal. Ich mache mir eine neue Gießkanne dann. Ich gehe mal schnell in die Scheune. Ich metzel gerade mal hier Ultra. Ich weiß nicht, ob wir hinten noch Bone Meal haben. Hier noch was drin? Da ist noch 8 Bäume mehr. Hat gerade ein bisschen Bums gemacht. Ja, hab ich gehört. Auf dem Baum hier oben ist auch schon wieder ein... Ach nee, der ist auf dem Tor. Auf dem Dach, oder? Hier ist einer auf dem Tor, ein Creeper. Oh, ein bisschen Gunpowder. Weg damit, weg damit. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Davon ein... Dann da. Oh, wir sind schon wieder bei 21 zack, Minuten. Zack, zack. Ah, die Gießkanne kriege ich aber noch hin. So. Und vielleicht auch noch ein paar davon. Hast du mich vernommen? Ja. Wir sind bei 21 Minuten. Ja. Also nur so als Info. Ich mach gleich die Abmod, aber. Ja. Nicht, dass du dich wieder wunderst. Nö. Waja, wobaja! Ui. Gut, dass ich ein Jetpack hab. Ich brauche mal wieder eine Axt, ey. Muss mir mal eine Axt machen. Ah, du hast übrigens letztens Wahres gesagt. Du hast gemeint, dass Schärfe, also Smite, nur für Untote ist. Das war richtig. Das, was ich gemeint habe, ist Sharpness. Das geht nämlich für alle. Manchmal habe ich ja auch recht, ne? Ja, ich habe das verwechselt. Ja, kommt vor. So, machen wir jetzt hier dicht. Zack. Aber weißt du, was du eigentlich machen könntest? Hm? Beziehungsweise, ich mache jetzt mal die Abmod. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich mache mal die Tür zu. Und, nein. Wir haben nur noch 20 Sekunden, also halt die Klappe, ich muss Abmod machen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüssikowski. Tschüss.